Ein Ende des Waldsterbens in der Bundesrepublik ist nicht in Sicht. Mit rund 52% sind mehr als die Hälfte der Bäume geschädigt. Gegenüber dem Vorjahr ist damit keine Besserung eingetreten. Das geht aus dem diesjährigen Waldschadensbericht hervor, den heute Bundeslandwirtschaftsminister Kichle dem Kabinett in Bonn vorlegte. Bundesweit am stärksten geschädigt ist danach mit 73% der Tannenbestand, gefolgt von Eiche, Buche und Kiefer. Im Harz und im Fichtelgebirge sei mit dem Absterben ganzer Baumbestände zu rechnen. Der Wald stirbt weiter, mahnt die Umweltorganisation Robin Wood. Hermann de Kerusker bleibt Statist im Kampf um den Erhalt des teutonischen Waldbestandes. Der war nämlich Gegenstand der Politik in Bonn. Jeder zweite Baum ist krank, 70% der deutschen Eichen in Gefahr. So die alarmierendsten Daten aus dem Waldschadensbericht. Der Protest von Umweltschutzverbänden, der Opposition und den Waldbesitzern gegen die Bonner Umweltpolitik bringt den obersten Förster der Nation, Bundesminister Kichle, nicht aus dem Konzept. Es gibt keinen Grund für Hysterie. Das Bewusstsein über Luftschadstoffe ist in der Bundesrepublik weit entwickelt und ihre Schädlichkeit. Die Regierung richtet sich auch nicht nach jeweiliger Aktualität, etwa schlagzeilenträchtige Wochen oder Aktionen wie Besetzung von Denkmälern und anderes, sondern sie richtet sich nach ihrer Verpflichtung aus den Erkenntnissen der letzten Jahre Konsequenzen zu ziehen. Die Waldbesitzer bestritten das wenige Minuten später und warfen der Bundesregierung Konzeptionslosigkeit vor. Alle bisherigen Maßnahmen gegen die Schadstoffbelastung der Wälder zeigen bis jetzt noch nicht einmal kosmetische Wirkung. Es ist für uns eher eine Privatisierung der Lasten auf der einen Seite und eine imagefördernden Politisierung vorgebliche Erfolge auf der anderen Seite. Die SPD forderte ein schnelles Eingreifen, zum Beispiel durch ein Tempolimit und die zügige Durchsetzung von Cut-Autos, möglichst europaweit. Umweltschützer aus der DDR haben sich erstmals an ein westdeutsches Bundesland gewandt und gegen geplante Müllexporte protestiert. In einem offenen Brief appellierten sie an den hessischen Umweltminister Weimar, auf die ihrer Ansicht nach fahrlässigen und gesundheitsgefährdenden Abfalltransporte zu verzichten. Die betroffenen Deponien Schöneiche bei Ost-Berlin und Deetz bei Potsdam entsprechen nicht annähernd dem bundesdeutschen Entsorgungsstandard. Ab 1990 will Hessen jährlich rund 600.000 Tonnen Abfall in die DDR exportieren. Im Streit mit der Bundesregierung um das Genehmigungsverfahren für das Kernkraftwerk in Kalka hat Nordrhein-Westfalen jetzt Verfassungsklage in Karlsruhe erhoben. Es will Klarheit über Rechte und Pflichten der Bundesaufsicht. Bundesumweltminister Töpfer verwehrt dem Land, ein Gutachten einzuholen über die Konsequenzen aus Tschernobyl für das Projekt des schnellen Brüters. Ohne dieses Gutachten, so sagte heute der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Jochimsen, könne er eine weitere Teilerrichtungsgenehmigung aus rechtlichen und fachlichen Gründen nicht geben.